Hallo zusammen, hier ist wieder Otila und Shashida für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten öffnen. Und zwar habe ich mir hier die großen Kisten mit Bergungsgut rausgesucht. Diesmal mit dem DK. Und ihr seht, mit dem DK brauche ich noch ein einziges Teil. Und das ist ein Schwert. Das kriege ich mit jeder Spezialisierung. Das ist eine raus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Öffnen 20 Kisten. Und ihr drückt mir hoffentlich alle die Daumen, dass ich dementsprechend das letzte Temok-Teil rauskriege. Dann brauche ich nämlich mit dem DK hier diese Mission nicht mehr machen, was ganz nice wäre tatsächlich. Bis jetzt sieht es ein bisschen mau aus. Wir haben hier jetzt nur Garnisonsressourcen, ein paar Materialien, diese Upgrade... Ach nee, das war gar kein Upgrade-Item, das ist eine Brust. Okay. Also ein Temok-Item. Ernsthaft? Ich kriege zwar mit dieselbe Brust. Gib mir doch die Waffe, bitte. Oh boy. Die Kisten bekommt man übrigens hier in der Garnison von den Missionen. Aber nur dann, wenn man hier auch die Wiederherstellungs- oder das Wiederherstellungsgebäude gebaut hat. Ich meine, die großen Kisten gibt es erst, wenn man es auf 2 oder auf 3 upgradet. Ich habe meine ganzen Gebäude auf 3 quasi zur Sicherheit. Gut, ich hatte jetzt hier nochmal Schuhe gekriegt. Die habe ich aber auch schon gelernt. Hier haben wir nochmal ein Upgrade-Item. Ich weiß gar nicht, ob der Char da noch was braucht in derlei Hinsicht. Garnison. Gefährten. Ah, die sind eigentlich schon alle relevant. Ja, gut, hier ein paar kann ich nur upgraden, ne? Also gar nicht so schlecht. Wenn die besser abgegradet sind, kann man halt höhere Missionen machen. Und mit den besseren Missionen kriegt man halt die Kisten wesentlich besser raus. So, das war leider eine Nullnummer. Wir haben zwar hier ein paar Temok-Items gekriegt, aber die hatte ich leider alle schon. Ja. Bitter. Heißt für mich wieder ein bisschen farmen und dann kriege ich hoffentlich beim nächsten Mal vielleicht die Axt raus. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.